Passive Denial gegen die Tatsache, dass es manchmal schwierig ist, wenn man irgendwas liest, wenn man irgendwas hört, wenn man etwas sieht, was einen auffühlt, dass man dann an der Stelle irgendwo steht und sagt, hey, was ist hier echt, was sind Fakten, was bin ich mir ein, was weiß ich, was so ist, und irgendwie sich mehr Meinung einzuholen, sich vielleicht nicht von der Propagandamaschine emotional auskitzeln zu lassen. Das ist immer schwierig, aber manchmal hilft es auch, so ein bisschen durchzuhaben, einen Schritt zurückzugehen und zu vermeiden, dass man sich täuschen lässt und seine eigene Wahrheit. Der nächste Song ist Spiral of Doubt. I'm gonna look out.
Dank. Zwei Songs. Ich hatte jetzt echt vorhin mal befürchtet, wir kommen jetzt hier rein, verscheuchen und alle. Deswegen ist es echt super nett von euch, dass ihr euch den ganzen Kram hier anguckt und es mitfühlen, Alter. Adlers, fühlt ihr es mit uns. Der nächste Song ist ein Cover-Song und ich möchte heute ganz besonders eine Freundin von uns ausschicken, die hat einen Geburtstag. Das ist die Adi, die hat einen Geburtstag. True to the heart. Ganz schön geil nach dem Kaffee trinken, hier noch mit der Show vorbei zu ballern. Deswegen, danke schön. Nächstes Song wieder aus. Falls ihr mal vor euch behältst, die ganze Maschine, das ist ein Sound von der Vorgängerin. Die ist vielleicht manchmal geiler, aber beide Bands mega geil zusammen. Es kommt alles heute von Herzen.
Aber Flachs beiseite, es gibt hier echt in Mannheim super viel Zeug, super viel Sachen. Geht vom Jutz ab, geht zu Sachen wie Britain Award. Es geht so über Szenen hinweg und es kommt irgendwie alles ein Stück weit einfach immer so vom Herzen. Und man allein so ein Ding hier ohne Halt wird einfach so hochzuziehen, wie eine Bombe. Und es gibt hier Leute, die seit Ewigkeiten hier Zeug machen, die jetzt auch hier einfach die Möglichkeit gesucht haben, coole Sachen machen. Die Sarah, die jetzt dann hier so letztlich so ein Wohlfühlteil gebaut hat. Coole Leute wie den René und so, mit den Hitdorf Records, so kleine Oasen, wo plötzlich unabhängig von Subkulturen Leute zusammen was machen und coole, gute Plätze entstehen lassen. Das finde ich mega Bombe. Und deswegen geht dieser Song raus an all die Menschen, die sowas möglich machen und die Bock auf sowas haben. Letzte Song als Rage to Live. Wir lassen euch nicht unterkriegen. Wir lassen euch nicht unterkriegen.
Wir haben ja gesagt, irgendwo da hinten brauchen wir vielleicht eine Merch auf. Wir sind so ein bisschen langsam, was so dran geht. Aber hey, wer noch Bock hat, check das mal. Vielleicht, wenn es Bock hat. Dankeschön. Super, super Speedcrusher, voll geil. Wir sind heute am Freitag schon fast am Ende, haben nur noch eine einzige Band, die kriegt zwei Slots, weil die sind extra aus Schweden gekommen. Wer extra aus Schweden kommt, der kriegt auch mal zwei Slots. Speedcrusher, der Mike muss mal kurz mal Schlagzeug, das ist grandios, was der treibt. I feel the pressure! Und dann kocht er auch noch so gut und stellt uns für alle Bands das Essen zur Verfügung. Der bekommt die ganzen Bands von der Kombüse aus. Da hinten steht noch der John unglaublich gut, wie hier alle so an einem Riemen und so. Ansonsten, wie gesagt, EF kommt noch. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine längere Rumlaufpause ein bisschen. Dafür sind die dann auch super gut. So? Und vielleicht sieht man da oben schon das Spiral of Doubt. Danke Keith für deine Lightshow. Bitte jetzt mal Applaus. Das war kein Applaus, mein Applaus! Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir auch da sind. Weiter geht's. Vielen Dank bei den ganzen Helfern. Muss man auch mal sagen, also zum Beispiel die ganzen hinter der Bar stehen, die machen es einfach so. Die stellen sich da hin, die haben Lust, die machen einfach was Gutes. So, gebt ihr ein bisschen Trinkgeld, das landet alles bei uns. Super. Ja. Gut. Später Aftershow-Party im Kombinat. Kombinat ist der ehemalige Teufel, macht jetzt der Sebastian. Der Sebastian hat früher unsere ganzen Plakate gemacht und so. Mittlerweile machen das professionelle Leute. Aber der hat das auch ganz toll gemacht, muss ich sagen. Der kann das auch, gut. Ja, Sebastian, super Typ. Ich habe jetzt aber nicht die ganze Umbaupause, weil die brauchen wahrscheinlich 30 Minuten. Der Armarbeiter. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass da drüben ein Merch-Stand gibt. Und Merch besteht aus T-Shirts und Platten und Aufklebern und Teeuntersetzern und Unterhosen und so weiter. Kaffeetassen, ganz viele Kaffeetassen. Weil wir auch Kaffee haben heute Abend von Florian Steiner verkauft steinharten Kaffee. Ich habe ihn probiert und er ist gut und ich kenne mich aus mit Kaffee. Ich trinke sehr viel Kaffee. Und wir haben auch den Foodtruck heute Abend hier. Da ist schon eine Schlange. Und nicht, weil die zu langsam arbeiten, sondern weil das so gut schmeckt. Vielen Dank für diese Zusammenarbeit. Und jetzt brauchen wir wieder eins. Ja, naja, ich war heute Mittag, weil ich noch bei Bamboo with Care. Die sind da irgendwo in der Werkstraße. Und die mussten mir gleich ihr ganzes Büro zeigen, weil das so wunderschön ist. Das war irgendwie ein bisschen komisch, aber dann habe ich ihnen auch ein Mauam geschenkt. Dann waren sie ganz glücklich und habe mich in ihrem Pool gelassen. War eine super, super Sache. Ich trinke jetzt sogar zum ersten Mal seit Monaten, Jahren, glaube ich, Apple Boy. Ist ganz okay. Pur. Es gibt noch irgendwie sauer. Traue ich mich nicht. Oder mit Kirsch.